Verena kehrt Mark Terenzi, Trennung. Sie können so nicht weitermachen. Jetzt müssen Verena Kehrt und Mark Terenzi der bitteren Wahrheit ins Gesicht blicken, lange können sie so nicht mehr weitermachen. Nun melden sich ihre Freunde zu Wort. Diese Liebe tut richtig weh. Schon wieder kam es zwischen den Verlobten, Moderatorin Verena Kehrt und Sänger Mark Terenzi, zu Handgreiflichkeiten. Freunde des Paares fordern deshalb, trennt euch. Sonst endet eure Liebe noch mit Mord und Totschlag. Verena Kehrt Mark Terenzi, erneutes Eklat, darum sollen sie sich trennen. Es sollte ein lauschiger Abend im Hamburger Fischereihafen-Restaurant werden. Verena und Mark lächeln vergnügt in die Kamera. Noch, denn nur wenige Stunden später sitzen sie im Reeperbahn-Lokal Die Ritze. Es wird ordentlich Alkohol gekippt und dann kippt auch die Stimmung. Nach lautstarkem Zoff im Hotelzimmer, ja nicht der erste, rückt die Polizei an. Die bittere Bilanz dieses Abends? Ein Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung? Einige Veilchen, Brand- und Schürfwunden? Eine Nacht für Mark Terenzi mit 2,2 Promille in der Ausnüchterungszelle. Und eine weitere Anzeige gegen die Can-Ex wegen Trunkenheit am Steuer und Betrug. Angeblich soll sie die Hotelrechnung nicht gezahlt haben. Puh. Was genau passiert ist, das Promille-Pärchen schweigt, versichert aber, wir arbeiten daran, dass sowas nie wieder vorkommt. Doch Verenas Freundin, Geschäftsfrau Claudia Obert, glaubt nicht daran, ich habe ihr geraten, sich zu trennen. Ein weiterer Freund der Blondine, Stylist Paul-Henri Duval, sieht das ähnlich, sie sollte über die Beziehung nachdenken. Wer weiß, ob Verena und Mark beim nächsten Ausraster wieder mit nur einem blauen Auge davonkommen.